Willkommen, Leute des Computerspiels. Ja, hier das nächste. Nee, stimmt gar nicht. Zum nächsten Commentary, genau. Ja, das Commentary Barfiteus mit meinem Roy Soldier hatte sich irgendwer gewünscht, mal. Auch mal mit Roy. Da ist es. Es kommt dann auch vielleicht. Ich versuche auch nochmal mit dem V ein Game zu erspielen, weil. Das hat sich auch gewünscht, aber ich habe es heute schon ganz lange versucht, aber immer wurden die Games einfach gequittet oder irgendwie so ein Scheiß. Da habe ich jetzt schon mal eine schöne Killstreak hingelegt, 4 Kills oder so, keine Ahnung. Auf Riverside Rush, genau die gleiche Combo wie mit dem National auch. Halt mit der Kombibrecher und halt, okay, hier ist jetzt kein AK, sondern Juba Golden Tube, der Type Writer. Aber mit der gleichen Skillung und alles. Genau. Und heute wollte ich mit euch ein bisschen drüber reden. Weihnachten. Es ist ja jetzt echt schon. Ich weiß nicht mal, welches ist, wenn ich es hochlade, deswegen sage ich lieber nicht. Auf jeden Fall ist es ja jetzt schon nahe Weihnachten. Und weiß nicht, wie ist das für euch, Leute? Freut ihr euch schon auf Weihnachten? Also, wünscht ihr euch so? Was macht ihr da mit der Familie oder so? Ich zum Beispiel jetzt das nächste Wochenende, habe ich ja schon mal gesagt. Am Freitag bis Sonntag treffe ich mich mit der einen Hälfte von meinem Vater mit der Familie und dann, keine Ahnung, was wir dann machen. Es ist eine ganz große Familie, irgendwie, ich weiß nicht, 30, 20 Leute oder so. Und dann, mal gucken, was wir machen. Bestimmt gehen wir, ich weiß nicht, vielleicht auch spazieren oder so, aber sind halt zusammen, essen zusammen und so. Das ist eigentlich immer ganz lustig mit ganz vielen Cousins, Cousinen. Und dann halt über mehrere Tage, meistens unternehmen wir irgendwas. Und dann kommt irgendwann noch die Familie von meiner Mutter ran. Dann machen wir auch nur so ein Abendessen oder irgendwie sowas. Das sind so die Rituale. Und wenn dann halt Weihnachten ist, sind nur meine Familie und ich. Also wir. Ich habe eine Schwester und meine beiden Eltern natürlich. Und dann sonst niemand und. Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, oh, guck mal. Da, das ist ein Bug. Das ist Kiwi-Essen. Der war auch TS, als ich mit ihm gezockt habe. Der ist unsichtbar. Das war ein BFA, aber guck, da sieht man seine Waffe, wie er da läuft. Und er ist einfach unsichtbar. Das ist so scheiße. Es ist viel schwieriger zu treffen. Aber ist nachher wieder weg, der Bug. Das 1 gegen 1, was jetzt kommt, ist richtig cool. Da hat er mich nice getroffen mit 1 mit einer Nade. Und ah, das war ein schön langes 1 zu 1. Sowas ist cool. Wenn er natürlich sichtbar gewesen wäre, wäre es noch ein bisschen cooler für mich gewesen, hätte ich bessere Chancen. Und deswegen habe ich jetzt auch hier Tonic gemacht, aber psch, sagt's ihm nicht, ja. Und zack, ist er tot. Wo war ich stehen geblieben? Weihnachten, genau. Ja, weiß nicht, ich freue mich irgendwie immer auf Weihnachten, weil es irgendwie immer richtig coole Zeit. Jetzt bei uns, ich wohne in Hannover, Niedersachsen, also Nähe von Hannover in Langenhagen, ist so geiles Wetter. Fällt die ganze Zeit Schnee. Irgendwie überall, die ganzen Bäume und so sind so vereist und so, das sieht einfach so geil aus, die ganzen Dächer. Überall liegt Schnee, ich bin gerade ein bisschen Fahrrad rumgefahren, einfach nur so zum Spaß und es war so glatt und so und es macht so Spaß. Ich habe mich ganz so fast hingelegt, aber hab's nicht geschafft. Also konnte mich immer noch mal retten sozusagen. Und weiß nicht, irgendwie mag ich die Weihnachtszeit so und es ist auch so schön kalt. Ja, und wie findet ihr das so, Weihnachten? Zum Beispiel ich, ne, ich habe mir sonst, hatte ich immer so einen Wunsch, aber jetzt, ich weiß nicht, ich wünsche mir wirklich gar nichts irgendwie. Ich weiß nicht, was, wenn ich irgendwas haben will, kaufe ich es mir immer selber. Zum Beispiel ein Handy habe ich mir, ist jetzt schon auch wieder 2 Monate her, aber habe ich mir einfach gekauft, ja, da bin ich gestorben. Ein S3, wer es wissen will, mit Vertrag 2 Jahre, habe ich mir halt von meinem eigenen Geld dann bezahlt. Ja, weil wenn ich was haben will, dann kaufe ich es mir einfach. Und deswegen, ich wünsche mir einfach gar nichts zu Weihnachten. Ich habe im April Geburtstag, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich wünsche mir jetzt nichts und dann vielleicht zum Geburtstag irgendwas Größeres, vielleicht brauche ich mal wieder einen PC oder so, aber. Weiß nicht, sonst fällt mir einfach nichts ein. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, was ich mir wünschen könnte zu Weihnachten. Das wäre auch mal nett. Aber ja, ich hab's echt nicht. Und mich interessiert mal, was ihr euch so wünscht und was ihr auch dann bekommt. Okay, aber das könnt ihr natürlich noch nicht sagen, sondern was ihr euch wünscht. Vielleicht nicht. Ich habe von vielen gehört, dass sie sich einen Gamer-PC holen. Oder überhaupt halt so ein PC. Ist ja auch was Schönes. Ja, oder weiß nicht, Gutscheine oder was auch immer. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Oh, da ist wieder Kiwi essen. Da hat er mich. Da hat er mich. Ah, das war. Da hatte ich leider hier schon. Ja, da ist Frank noch.
Porn You ist auch ein Abonnent. Bist auch mal wieder dabei. Und wer war da noch? Oh je, ich weiß es nicht. Kiwi essen und Michi. Oh je. Da mein Max, da schreibt es auch. Hey, sei gegrüßt. Ach ja. Genau, der ist auch einer. Ja. Das ist so, was ich so über Weihnachten denke. Irgendwie finde ich auch, Weihnachten ist fast mit die schönste Jahreszeit, oder? Ich weiß nicht, Weihnachten? Oder also überhaupt Winter? So Frühling ist ja mein, ich weiß nicht, so ganz nett, aber auch nicht so unbedingt. Sommer ist meistens irgendwie zu heiß, kann man schön schwimmen gehen, ist auch trotzdem zu heiß, finde ich. Und Herbst geht so. Also ich finde Winter am coolsten. Kann man schöne, lustige Sachen machen. Wenn ich dann mit meinen Cousins und Cousinen, werden wir bestimmt auch irgendwie, ich weiß nicht, Schneeballschlachten machen, so. Die sind alle noch ein bisschen jünger. Aber ein paar sind auch schon, weiß nicht, 20, 22, aber wird schon lustig. Dann mit Hunden und so im Schnee rum, ja, das wird, ich glaube, ach, jetzt weiß ich auch wieder, was wir machen, wir gehen kegeln, genau. In meiner Nähe ist so eine Kegelbahn, da gehen wir alle zusammen kegeln. Ohne Witz, das würde mich jetzt mal interessieren. Wisst ihr, was Kegeln ist? Ich habe vergessen, aus TS rauszugehen, es tut mir leid. Kennt ihr Kegeln? Weil Bowlen kennt, glaube ich, fast jeder. Also auf jeden Fall in Deutschland. Österreich und so auch. Aber das ja mit den Löchern, ne? Hat man so drei Löcher in der Kugel, kann man so werfen. Und ich glaube, oh, das vergesse ich immer. Da habe ich Frank AFK gekickt, sorry. Ich glaube 9 oder 10. Ja, naja, 9 oder 10 Kegel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kegel das sind. DF, ne? Naja. Und dann wirft man da halt. Und Kegeln ist, kommt, also weiß nicht, es sind irgendwie kleinere Kugeln, aber ist auch irgendwie ziemlich cool. Da macht man so Tannenbaum-Kegeln und so, da muss, oder so andere Spiele, aber es macht auch richtig Spaß. Würde mich interessieren, ob ihr Kegeln kennt, weil viele, mit denen ich gesprochen habe, wissen nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht. Oh je, dann habe ich jetzt schon mal 2 Fragen an euch. Ach ja. Und, ich kann leider nicht den Sound von dem Game mit reinbringen. Weil, wenn ich das versuche, also den Sound habe ich schon mit aufgenommen, aber man hört ja dann die ganzen Stimmen aus TS von den Leuten, mit denen ich rede, weil ich bin ja immer TS. Und guck mal hier, das 1 gegen 1. Geil, oder? Habe ich überlebt. Ich war jetzt bei dem Gameplay war ich, glaube ich, mit 7 anderen Leuten noch TS und habe geredet und die hört man dann. Mich habe ich ausgestellt, weil ich dachte, dann stelle ich die auch aus, hat nicht geklappt. Und wenn ich das nachkommentieren will, dann muss ich halt immer komplett den Ton ausmachen. Und weiß nicht. Wenn ihr da irgendwie eine Lösung wisst, weil am liebsten würde ich ja natürlich den Game-Sound schon haben, aber dann halt nicht die Ingame-Stimmen. Oh, ein schöner Sucker-Punch an Frank. Ach so. Genau. Ich habe nämlich nicht die Skillung wie bei National. Das ist. Oh, das 1 gegen 1 ist auch ziemlich nice. Guckt euch das an. Natürlich war der jetzt nicht so gut und so, aber trotzdem fand ich es cool. Dieses bei diesem Game, ich hatte dann Bug mit diesem hier, ich hatte einen Ability-Bug, ich habe 2 Abilities mehr als sonst, deswegen habe ich Burning Bullets auf 4. Ich habe Sixth Sense auf 2, Nadebomb auf 2, Burning Bullets auf 4, Heal auf 5 und Blast auf 5, also als wäre ich Level 34, das ist richtig cool. Naja, irgendwie ist das überhaupt alles ein bisschen buggy, weil dieser unsichtbare Typ hier vorhin, Kiwi Essen war ja auch unsichtbar, weiß nicht, Kevin. Irgendwie buggt BFA mal wieder ein bisschen rum. Oh, lag. Und das Dims. Ach, Menschenskinders. Guckt mal, Alter. Wie geil. Ich finde das so cool. Einfach draufballern. Das macht so Spaß. Das Schlimmste ist, finde ich, dass man keine Pro-Games findet. Ich versuche so gerne, würde ich irgendwie ein Pro-Game finden, wo nicer Fight ist und so. Aber man kommt nur in Noob-Games. Das war jetzt auch teilweise noobig. Aber auch mit guten Gegnern. Also, da könnt ihr mir nichts verwerfen. Da haben wir jetzt auch schon verloren, weil irgendein Dulli dreimal gecaptured hat. Mit der hier heißt NBCrypto mit Ausrufezeichen. Renko und Max haben auch noch einen mit L und großem I. Das war's. Ich hänge euch nochmal meine schöne Katze ran. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Aber nur, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann nicht. Zockt schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.